Leckeres Frühstück ist eigentlich eine gute Idee. Aber bitte, ohne Hexerei. Wie wär's zum Beispiel mit Kaffee und Butterhörnchen? Bibi, du bist spät dran. Mal wieder zu lange geschlafen? Nö, zu lange gefrühstückt. Da gilt. Früher aufstehen, ja. So, kommen wir jetzt zum Mathematikunterricht. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als, Bibi, zu hetzen und auf Kartoffelbrei zu fliegen. Oh, aber natürlich. Stimmt es, dass aus Neustadt keiner mehr das Schloss besuchen kann? Und nur reiche Leute ohne Kinder Geld dafür bezahlen dann. Heißt das, diese Sehenswürdigkeit wird abgeschafft? Fatal. Ich sag's dir, Bürgermeisterchef, das wird doch ein Skandal. Das schöne Schloss wird umgebaut, das lässt sie ungeniert. Das ist ja ein Knüller, ein richtiger Brüller, ein Wahnsinnshüter. Wenn das die Bürger lesen, mal sehen, was dann passiert. Ich verbiete ihre Reportage, das ist ja nicht zu fassen. Die bringt mich noch in Rage, ich glaub, sie sollten's lassen. Beruhigen Sie sich doch, ich denke nicht daran. Den Artikel werd ich schreiben, das lassen Sie schön bleiben. Jetzt durch so gut ich kann. Da ist doch dieses Denkmal von der alten Hexenkönigin Coronaria. Ja, dass er im Rosengarten vor sich hingammelt. Wir verhexen das Denkmal einfach und erschrecken den Bürgermeister damit. Und er traut sich nie mehr nach Schloss Klunkerburg. Schon ihr Avanzar, Baby Blocksberg, das Denkmal ist tabu. Oh, wieso? Und der Bürgermeister gewinnt damit mit seiner Klüngelei. Wo sie ist, zu riskant ist euer Plan. Mann, oh Mann, was für ein Mist. Ja, hört uns denn hier keiner richtig an. Und du, liebe Barbara, du solltest mehr drauf sehen, die Tradition zu wahren, als Vorbild dazustehen. Wir müssen ganz schnell weg hier. Unendlich lange Zeit stand ich auf diesem Fleck. Ach, wir müssen, ach du Schreck, von diesem Ort hier weg, endlich frei. Weg hier, nur weg hier, endlich frei. Wir müssen ganz schnell weg hier. Zu lang auf Stein gehauen war ich auf diesem Fleck. Wir müssen, ach du Schreck, von diesem Ort ganz schnell weg. Hey, was haben wir getan? Na, was wohl? Waren wir nicht ganz gescheit? Doch, doch. Das dachten wir uns anders mit unserem Plan. Ja, was machen wir denn jetzt? In diesem charmanten Chateau. Sag uns doch, sag los, wie heißt der? Ach, der heißt der Bürgermeister. Grüße, bitte, wir sind schrecklich. Lapper, Schupper, komm, erschreck dich.